Hallo und willkommen zur zweiten Folge unseres Podcastes und zum zweiten Anfang. Heute sitze ich wieder mit Christian da. Hallo Christian. Hi. Wir haben ja gesagt, wir machen einen regelmäßigen Podcast und es ist jetzt so regelmäßig, dass es jetzt schon der zweite ist nach einem Jahr. Also wir senden jährlich. Mal gucken, ob wir den Turnus erhöhen können, vielleicht auf 2, 3 oder 80 Mal. Mal gucken. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so viel höher mehr wird, glaube ich nicht. Aber wir könnten ja mal so einen Live-Mitschnitt von einer Veranstaltung machen oder so. Ja, und dann hast du irgendwann nachts, hörst du mich schnarchen. Ausgewählten Szenen dieser Ach Veranstaltung. Ach so, okay. Ja, das könnten wir tun, aber wer hält dann das Mikrofon mitten unter uns? Das verstecken wir. Ja, aber dann hört man nichts mehr. Du bist der Techniker. Ja, wenn du es versteckst, hast du es nicht mehr. Heute haben wir uns mal ein wunderschönes Thema ausgesucht, und zwar Musik und Propaganda. Lieder. Oh, Entschuldigung. Die häufig als Propaganda eingesetzt wurden. du hast ein wunderschönes Liederbuch rausgebracht. Rausgebracht, zusammengetragen, ja. Von, also hauptsächlich die Lieder, die wir so immer singen, die uns geläufig sind. Zusätzlich noch ein paar andere, die aus der Zeit ganz schön dann zum Thema passen. Durch die gesamte Bandbreite, es gibt Studentenlieder, es gibt patriotische Lieder, es gibt Trotz- und Protestlieder, Kirchenlieder habe ich gerade schon gesagt, Volkslieder ganz allgemein, Jägerlieder. Ja, weil davon lebt natürlich so eine Veranstaltung, wenn die Menschen abends zusammensitzen, dann wird halt musiziert, gesungen, denn ein Fernseher gab es ja noch nicht oder ein Radio. Aber du hast jetzt gesagt, dass das lebt die Veranstaltung. Wie war das damals? Tja, Musik natürlich hat bei den Menschen eine große Rolle gespielt. Ne? Wie gesagt, es gab kein Radio, womit hat man sich die Zeit vertrieben, mit Handarbeit. Musizieren, es gab sehr viele zu der Zeit schon Männergesangsvereine, Kirchenchöre, das war ein sehr beliebter Zeitvertreib. Man denke nur an den Sängerstreit auf der Wartburg. Was war der Sängerstreit auf der Wartburg? Das darfst du mich nicht fragen, ich weiß zufällig, weil ich mal da gewesen bin, dass es den da gab. Okay, dann würde ich sagen, werden wir das nachreichen, also nein, wirst du es nachreichen. Okay, Sängerstreik. Ich glaube, das hieß sogar Sängerkrieg, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, hier hast du einen Bleistift. Schreib es dir auf. Unsere Freunde werden auch noch dazu stoßen, zumindest ein Teil. Denn wir sind mal wieder auf einem Workshop. Genau. Wir nähen und machen viele andere Dinge. Recherche, Webseite umbauen, Podcast aufnehmen. Diskutieren. Aber wir schweifen ab. Mhm. Thema Lieder. Mhm. Wieso wurde vieles propagandistisch in den Liedern aufgearbeitet und nicht in einfach, war es die beste Möglichkeit, Propaganda zu verteilen? Liedgut? Naja, das konnte ja auch nicht unbedingt jeder lesen und schreiben. Und wenn dann die Bänkelsänger oder auf Veranstaltungen dann halt die Gesangsvereine oder so aufgetreten sind und dann die patriotischen Lieder gesungen haben, dann war das natürlich dementsprechend eindrucksvoll und die Menschen haben die Botschaft dann auf diese Art und Weise halt erfahren. Mhm. Wurde damals denn auch von der Gegenseite Liederpropaganda gemacht? Also wo pro Kaiser, pro König? Nein. Gab es da auch? Es gab zum Beispiel, weiß ich, dass viele Fabrikanten oder einflussreiche hohe Beamte oder so zum Beispiel diese sogenannten Treuebriefe geschrieben haben, die dann in Zeitungen abgedruckt wurden, wo dann halt dem König dann die Treue geschworen wurde und gesagt wurde, hier wir müssen weiterhin zum König halten oder zur bestehenden Ordnung, aber dass es dann ein Lied gab, was ja, ich sag mal, antidemokratisch war, nicht, dass ich wüsste. Ich meine, andererseits gut, das Hackerlied zum Beispiel ist ja an und für sich ein Spottlied auf den Hacker. Insofern hat es das auch gegeben, ja. Stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das Hackerlied ist ein super Beispiel. Heute singt man das immer und denkt, man tut dem Hacker einen Gefallen, aber letztendlich ist es ja ein Spottlied auf ihn und seine Bewegung. Wieso ist es ein Spottlied?
Um was geht's beim Hackerli? Beim Hackerli, ja, wird er so ein bisschen durch den, ja, durch den Kakao gezogen, ne? Er und sein Aufstand. Aber das Hackerli ist dann danach, nach seinem Tod entstanden, oder? Ja, zumindest nach dem Feldzug. Meine Filme. Es wird ja der Feldzug beschrieben, insofern muss es ja danach entstanden sein. Es ist ein valider Punkt. Okay, wir können also feststellen, es gab auch Gegenpropaganda, aber eigentlich sind Lieder immer pro Revolution. Ja, viel klar. Entweder pro Revolution oder halt pro Deutschland, wobei man natürlich auch das so sehen kann, dass sag ich mal, konservative Kräfte ein geeintes Deutschland haben wollten, nur halt zu ihren Bedingungen und nicht als Republik etwa. Aber das sollten wir ein anderes Thema machen. Wie es aussah, wer was für eine Republik oder konstitutionelle Monarchie wollte. Ne? Das ist ja die nach der Paulskirche wurde es ja auch dem König angeboten, dass er König werde. Kaiser. Tja. Das ist, hört sich jetzt auch nicht so ganz republikanisch an. Nein, das ist die führenden oder die, wie sagt man, die radikalen Republikaner, das waren ja Hecker, Struve und Herweg zum Beispiel. Und die sind ja gescheitert. Und dann sind die liberalen Kräfte ans Ruder gekommen und die haben dann natürlich versucht, den Adel insofern zu beschwichtigen, dass man ihn halt irgendwie mit ins Boot geholt hat. Das Resultat war dann halt die Reichsverfassung, in der man dann die konstitutionelle Monarchie errichten wollte, mit dem preußischen König als Kaiser. Und das ist dann ja dementsprechend in die Hose gegangen, dass die reaktionären Kräfte dadurch das Ruder wieder umdrehen und die Revolution niederschlagen konnten. Okay. Die Lieder, wurden die nur im stillen Kämmerchen gesungen? Wurden die dann auch verboten? Nein, es gab ja richtige Versammlungen, politische Versammlungen, Vereinssitzungen. Ja, natürlich, die Zensur war dementsprechend hart in manchen. Man kann das nicht verallgemeinern. Es gab Länder wie zum Beispiel Württemberg oder auch Baden, die eine recht liberale Regierung hatten, in Anführungszeichen, wo auch die Reichsverfassung angenommen worden ist von den Fürsten. Da konnte man natürlich andere Presse veröffentlichen oder auch andere Lieder veröffentlichen oder singen oder auch andere Reden halten als etwa in Preußen oder in Hannover. Oder gar in Österreich. Da ging das ja komplett schief. Gehörte ja auch zu Deutschland. Noch. Okay. Was sind so die bekanntesten Lieder? Ich glaube, mit eins der bekanntesten Lieder ist das Hackerlied, dann natürlich unsere Nationalhymne, das Lied der Deutschen. Mhm. Wobei die ersten zwei Strophen A, nicht mehr zeitgemäß sind, nur ich glaube, die wenigsten Menschen wissen auch noch. Also die zweite dürfte total unbekannt sein und die erste vielleicht, die ersten zwei Zeilen, Deutschland, Deutschland über alles. Das Schleswig-Holstein-Lied ist ja auch immer noch Landeshymne, das ist natürlich damals ein sehr populäres Lied gewesen. Kommen wir nochmal kurz zum Deutschland-Lied. Es gibt ja das Gerücht, dass die ersten zwei Strophen verboten sind. Wollen wir damit mal aufräumen? Ja, in meiner Bundeswehrzeit habe ich die meine Vorschrift in der Hand gehalten, weil ich die da verwaltet habe und darin stand ein Auszug, ich meine aus dem Grundgesetz war das, müsste jetzt aber lügen, da steht drin, die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland ist das Lied der Deutschen, gesungen wird jedoch nur die dritte Strophe. Das heißt, bei einem Fußballspiel müssten eigentlich die ersten zwei Strophen ohne Gesang gespielt werden und dann beim dritten dürften dann die Fans mitsingen. Ich glaube, das erspart man sich einfach dadurch, dass man nur die dritte Strophe spielt. Aber die dritte Strophe ist auch eigentlich die sinnvollste in der heutigen Zeit und dadurch macht das natürlich durchaus Sinn. Ist natürlich irgendwie passend. Okay. Das, was war das andere Lied? Das Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein-Lied. Ja. Genau. Also die wurden direkt zur 48, 47, 46, wann wurden die geschrieben? Oh, das kann ich so aus dem Kopf nicht sagen. Das Schleswig-Holstein-Lied wurde ist natürlich aufgrund der ganzen Beziehungen zwischen den Schleswig-Holsteinern und den Dänen und dem Wunsch nach Unabhängigkeit ist das natürlich irgendwann in dieser Phase, denke ich mal, entstanden. Ganz genau weiß ich es nicht. Aber es erlangte natürlich dann 48 große Popularität, wo die drei Herzogtümer Lauenburg gehört ja noch dazu, sich losgesagt haben von Dänemark.
Und in der ganzen deutsch-nationalen Phase, die dann der Revolution von, oder die dem heißen März 1848 dann folgte, wo das ein sehr populäres Lied, was durchaus auch in anderen Ländern, sag ich mal, in Baden, Bayern oder so gesungen worden ist aus Sympathie. Na, dann die Gründung der deutschen Flotte und so, da war dann halt dieses Einheitsgefühl da und auch die Solidarität mit den Schleswig-Holsteinern, die halt, ich sag jetzt mal ganz böse, heim ins Reich wollten. Man muss jetzt dazu sagen, er hat die Anführungszeichen. Ja, das sieht man nicht. Wie lief ein Abend mit Gesang ab? Welche Lieder wurden ausgesucht? Immer was kannte jeder eigentlich alle Lieder? Wurden es gab ja schon Texte verbreitet? Ja, es gab ja schon richtig Verlage, wo man die kaufen konnte. Ne? Das ist, wo die Männergesangsvereine dann, oder die Gesangsvereine, sage ich jetzt einfach mal, die abonnieren konnten. Die haben dann immer Schriften zubekommen. Man ging in einen Buchhandel, wo man die Notenblätter dann bekommen hat mit den Texten. Mhm. Und dann, ich sag mal, da hat sich abends entweder eine Gesellschaft getroffen, eine private Gesellschaft oder vielleicht auf einer politischen Versammlung und dann hat man natürlich geguckt, über was rede ich jetzt? Rede ich über die Republik oder über den Kampf gegen die Fürsten oder möchte ich lieber dann doch die deutsche Sache, dass wir einen deutschen Nationalstaat bekommen, propagieren und dementsprechend suche ich mir dann die Lieder aus. In einer geselligen Runde werden natürlich auch etwas anzüglichere Lieder vielleicht mal gesungen worden sein. Einfach heute guckt man sich einen Stand-Up-Comedian im Fernsehen an und das waren dann halt so Lieder wie der Karmeliter, wo man dann halt geschmunzelt hat und die auch ein bisschen anrüchig waren. Das war dann halt so der Gag. Mhm. Oh, unsere Redaktion reicht jetzt eine Frage rein. Ja, ich kriege hier gerade einen Zettel gezeigt, da steht Katzenmusik drauf. Das ist natürlich auch ein super Thema. Ja, das waren dann die revolutionären Kräfte, in Anführungszeichen, die dann nachts die vor den Häusern von den reaktionären Kräften, was weiß ich, einem hohen Beamten oder irgendeinem Fabrikanten oder so, dann Krach geschlagen haben mit Töpfen, mit irgendwelchen Klampfen und ja, Schmählieder haben sie gesungen, richtig. Die Katzenmusik, das war auch so ein gängiges Mittel, um sich, um seiner Wut und Luft zu machen. Ah, der nächste Zettel? Bänkelgesang. Ja, warum sagt ihr das nicht? Leute. Ja, sie sind sehr schüchtern. Ja. Sind alle so ganz introvertiert, die sagen nie etwas. Es gab ja auch diese Guckkastenlieder, wo dann zum Beispiel auf dem Jahrmarkt dann jemand gestanden hat und zum Beispiel das Hackerlied ist ja so ein Guckkastenlied. Dann wurden dann halt auch dementsprechend Bilder zu dem gezeigt, was in der Strophe gerade gesungen wurde. Okay, was ist ein Guckkastenlied? Ja, das habe ich ja gerade versucht zu erklären. Das waren dann entweder Kästen oder Schautafeln, wo dann halt auf ja etwas spöttische Art und Weise dann zum Beispiel bei dem Hackerlied gezeigt worden ist, wie er dann mit seinen Wasserstiefeln mit 50 Säbeln im Gürtel und 30 Pistolen, seinem großen Hut mit der Feder, wie er dann da durch Baden stapft oder so, ne, um sich so ein bisschen lustig zu machen. Und die Leute, die kamen dann halt zusammen und sich das anguckt und sich darüber amüsiert. Mhm. Auch wieder wie so ein Comedian. Allerdings natürlich mit so einer gewissen Botschaft dahinter. Manchmal auch mit ein bisschen Information. Man konnte so natürlich viele Menschen erreichen. Wenn man sich jetzt einfach nur dahingestellt hat und eine Rede gehalten, ja, das ist trocken und vielleicht hat es auch nicht jeden interessiert, was man gerade gesagt hat. Aber so ein Lied, das hat natürlich dann noch ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit auf sich gezogen oder auf den Sänger, auf den Redner. Also viele Lieder wurden dann derzeit nur geschrieben, um die Botschaft sozusagen zu verbreiten. Ja, bei vielen Revoluzzer-Liedern in Anführungszeichen sind ja auf Melodien sind Melodien benutzt worden von bekannten Volksliedern, damit möglichst viele Menschen die dann auch mitsingen können. Wenn dann die Textblätter verteilt wurden, dann konnte halt zum Beispiel im Krug zum grünen Kranze, da gibt es halt dann einmal die in Anführungszeichen normale Version und dann halt die Revoluzzer-Version, wo dann am Ende dann halt von Rechnung Freiheit fürs Vaterland gesungen wird und nicht für deine Liebste. Wie im Trinklied halt, also Trinklieder, Volkslieder. Es gibt Jägerlieder, die wurden dann insofern verändert, dass es dann auf die Jagd, dass man Jagd auf Fürstentiere gemacht hat, ne, und nicht mehr auf die Hirsche oder das Wild. Insofern.
Das hätte praktisch aber Lieder der normalen Bevölkerung hat. Haben die Militärs, die macht ja die Preußen, haben die ähnliche Lieder gehabt oder waren die stets nach Vorschrift? Gab es Vorschrift? Eine ist Vorschrift es, für Lieder es in gab, der Armee? Ja, es gab ein Liederbuch, das rausgegeben worden ist vom Kriegsministerium. Allerdings, also das war auch ein Sammelsurium von, sag ich mal, erbaulichen Liedern, Trinklieder, Soldatenlieder, natürlich sehr viele patriotische Lieder. Es gibt das sogenannte Altenburglied. Mhm. Das ist verändert worden 1848. Das beginnt, stehe ich in finsterer Mitternacht zur alten Burg auf Postenwacht. So denke ich oft an mein lieb Zuhaus. Ne? Und dann singt dann, ist das so verändert worden, dass es heißt, so denke ich oft, Gott sei es geklagt, was wir Soldaten sind geplagt. Und am Ende des Liedes geht sogar so weit, dass der Soldat dann quasi auf den Offizier schießt, wenn es gegen die Bürger geht. Also auch unter den Soldaten war natürlich die Revolution ein Thema. Aber letztendlich können wir, glaube ich, nicht ergründen, warum sie trotzdem so treu geblieben sind. Nicht alle. Es gab natürlich Aufstände auch unter den Soldaten. Das erste Garderegiment in Potsdam zum Beispiel hat 49 gemeutert. Ich meine, das Garderegiment. Ja. Aber ich glaube, da gehört noch viel Recherche dazu. Und natürlich haben die Militärkreise nicht unbedingt aufgeschrieben, warum die jetzt gemeutert haben, weil das jetzt so kein ruhmreiches, kein ruhmreicher Teil der Geschichte ist. Also es wurden praktisch die Soldatenlieder, die offiziellen rausgegangen, teilweise umgedichtet. Natürlich, so wie die Volkslieder bei den in Anführungszeichen zivilen Kräften auch, also bei den Revolutionären, egal ob Demokraten oder Republikaner. Mhm. Nationalisten, Konservative. Was waren denn die Soldatenlieder, die Preußen gesungen haben auf ihren Feldzug im Süden? Tja, also das eins der beliebtesten Soldatenlieder war definitiv Morgenrot, was allerdings ein sehr trauriges Lied ist. Aber ich glaube auch nicht, dass ein Soldat unbedingt von Vaterlandsliebe und heißer es geht in den Krieg gesungen hat. Gab natürlich auch markige Marschlieder, ein Heller und ein Batzen. Das hat sich sehr lange gehalten, war auch in den 40er Jahren schon aktuell. Aber das ist ja eigentlich auch irgendwo so ein halbes Trinklied. Okay. Haben wir noch was vergessen? Tja, ganz viel. Das ist ein Thema, könnten wir stundenlang drüber sprechen. Müssten uns dann aber anders vorbereiten. Ja, aber nochmal so als Soldatenlied zum Beispiel auch, der da vorne so laut die Trommel schlägt, ist natürlich auch noch ein sehr, jetzt fehlt mir das Wort. Bekanntes? Ein sehr populäres Lied gewesen. Mhm. Das Leben ist ein Würfelspiel, so diese Landsknecht-Lieder auch. Das ist mir auch aufgefallen, dass viele Landsknecht-Lieder sich so lange über die Jahrhunderte ja praktisch überlebt haben. Viele sind auch erst im 18. Jahrhundert entstanden als Verglorifizierung des Soldatenlebens oder der Landsknechte. Die kommen nicht unbedingt aus dem 17. Jahrhundert, sondern sind später entstanden. Ah, okay, also sind praktisch nur nostalgische Lieder, die dann so das Männliche und das Tugendhafte des Soldatentums so ein bisschen hervorheben sollen. Die Reise nach Jütland war dann 48 natürlich, beziehungsweise 49 auch noch ein sehr trauriges, aber auch sehr populäres Lied. Worum geht's da? Das ist eigentlich ein Lied, was von den badischen Soldaten gesungen worden ist. Da geht's darum, dass sie halt abziehen müssen nach Dänemark. In den Schleswig-Holsteinischen Krieg, in den ersten. Und das endet halt auch damit, dass der Soldat nicht weiß, ob er wieder heimkehrt oder nicht. Das ist ja auch eine Zeit der Romantik und es ist so eine melancholische Grundstimmung, glaube ich. Auch in der Bevölkerung, wenn man zusammensaß oder so, die Bücher, beziehungsweise die Lieder oftmals, die so ein bisschen verträumt waren oder traurig, die waren halt auch abends mit dem Klavier begleitet oder so gerne gesungen. Gut, im Wirtshaus. Ja, im Wirtshaus wird natürlich getrunken und gelacht und da wird dann auch eher so der Karmeliter hervorgehoben.
gekramt oder so, wo es dann so ein Spottlied auf die Kirche, meinetwegen auch, wie heißt es gerade mit dem Pfarrer? Es wollte ein Bauer früh aufstehen, genau. Genau. Ja, ein super Beispiel dafür. Oder der Papst und der Sultan. Sind so. Aber sind die nicht alle sehr viel älter oder kommen die auch aus dieser Zeit? Ja, die sind teilweise älter. Da müsste ich jetzt aber auch für jedes Lied extra einzeln nochmal nachgucken. Okay. Das sind viele aus den 20er oder 30er Jahren. Mhm. Manche dann halt Anfang 40. Na, die Wacht am Rhein zum Beispiel ist ja auch während der Rheinkrise entstanden. Die Melodie ist, glaube ich, erst von 50, 54. Das war, glaube ich, ein Gedicht vorher oder so, oder? Genau. Ja, es wurde auch vertont, allerdings war die Melodie wohl nicht so populär und da hat man es sein lassen. Das ist dann der, wie auch immer hieß dann, die markige Melodie, dann untergepackt hat, die heute jeder kennt. Ja gut, aber wenn du meinst vertont, jetzt auf... Also er hat die Noten dazu, also eine neue Melodie geschrieben. Also vertont hört sich der Antwort von wegen frühe Schallplatten oder so, aber das gab es ja alles noch nicht. Genau. Okay. Hat unsere Schattenredaktion noch etwas einzuwerfen? Wir können ein Lied singen. Ja, gerne. Wir können ein Lied singen. Abschließend. Ist das sicher? So laut die Trommel, Trommel schlägt, hat auch ein Herz. Und so trommelt er, damit die Zeit vergeht und auch der Schmerz. Es regne schon lang. 10 Tage mag sein, ja sein, Kamerad, denkst du noch daran? An Liebe und Wein. Kamerad, denkst du noch daran? An Liebe und Wein. Wo kommen wir eigentlich her? Wer weiß es noch? Langsam marschiert das Heer. Wen es soll, den trifft's ja doch. Ja, wen es soll, den trifft's ja doch. Es regnet schon lang. 10 Tage mag sein, ja sein, Kamerad, denkst du noch daran? An Liebe und Wein. Kamerad, denkst du noch daran? An Liebe und Wein. Was schauet der Hauptmann sich um? Wer ist der fehlt? Und er bewegt den Mund, grad als ob er uns zählt. Ja, grad als ob er uns zählt. Es regnet. Wie lang? 10 Tage mag sein, ja sein, Kamerad, denkst du noch daran? An Liebe und Wein. Kamerad, denkst du noch daran? An Liebe und Wein. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Jungs da den ganzen Tag marschiert sind und dann abends am Lagerfeuer sitzen, dann ja, ist so ein Lied nochmal so ein bisschen die Möglichkeit, auch die Gedanken schweifen zu lassen. Vielleicht auch die Last abzulassen. Wie heißt das Lied? Der da vorne so laut die Trommel schlägt. Das bei den älteren Liedern ist das meistens so, dass entweder die erste Zeile oder die haben so einen ganz anders lautenden Titelzimmer. Aber der da vorne so laut die Trommel schlägt, das ist, glaube ich, wenn man das jetzt googeln würde, wird man es bestimmt finden. Okay. Ja. Danke für die Zeit. Oh, live jetzt hier. Danke an unsere Schattenredaktion, unseren Chor. wir danken für die Aufmerksamkeit, hoffen, es war interessant und wir werden anscheinend auf das Thema noch einmal zurückkommen. Das war jetzt nur ein grober Anriss.
das müsste man mal etwas ausarbeiten. Dann in der nächsten, in einer der nächsten Folgen. Nächstes Jahr oder vielleicht auch eher. Wir schauen mal. Ja, ist klar. Tschüss. Okay, ciao.